Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das, was wir heute als Gesetzentwurf hier präsentiert bekommen und auch was als Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen vorgelegt wird, ist nicht neu. Beide hat es fast unverändert in dieser Form schon gegeben. Beide sind nahezu unverändert kopiert. Der Gesetzentwurf ist quasi nach einer Vorlage einer Lobbyorganisation hier eingebracht worden. Der Antrag von Bündnis 90 Die Grüne gab es schon in der 18. Wahlperiode. Das ist ja nun nicht schlimm. Auch das sollte man der Transparenz halber dann auch deutlich sagen. Das Problem dabei ist, dass die Probleme, die bei dem Gesetzentwurf, bei dem Antrag in der Anhörung der letzten Wahlperiode stattgefunden hat, festgestellt worden sind, in keinster Weise ausgeräumt worden sind. Die Auswüchse, die hier an die Wand gemalt werden, die wird es im Einzelfall geben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es gibt auch schwarze Schafe in diesem Geschäft. Auch das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, dass wir mit einer Diskreditierung zulässiger Interessenausübung das Problem überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ganz im Gegenteil. Wir beschränken unsere Möglichkeiten als Abgeordnete, die ein freies Mandat ausüben und die selbst entscheiden können, welche Interessen sie hören, wie sie sie abwägen und wie sie sie im Einzelnen bewerten. Und deshalb kann ich mich dem Zerrbild, das zum Teil gezeichnet wird, überhaupt nicht anschließen, dass wir in diesem Bereich der Interessenvertretung nur mit Klüngelei, mit Mauschelei, mit Korruption zu tun hätten. Das ist mir eine Nummer zu hoch. Ich glaube, dass wir hier in einer neuen Art von Sachlichkeit über dieses Thema diskutieren sollten. Und wir sollten in den Mittelpunkt rücken, die Frage des freien Mandates, das wir ausüben. Wir sollten Vertrauen schaffen in die parlamentarischen Abläufe. Und ich stelle einfach fest, wir haben kein Transparenzdefizit im Deutschen Bundestag. Alles ist verfolgbar, alles ist nachlesbar, alles ist nachvollziehbar. Und selbst Transparency International hat festgestellt, die Transparenz des Deutschen Bundestages kann als sehr hoch eingestuft werden. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, gibt weder der Gesetzentwurf noch der Antrag eine wirkliche Antwort auf die zugrunde liegende Problematik. Eine Antwort, die gegeben wird, ist, dass wir eine neue Behörde schaffen sollen, dass wir mehr Bürokratie einführen sollen. Nun habe ich nicht den Eindruck, dass wir in Deutschland schon zu wenig Bürokratie hätten. Ich schätze die Arbeit der Beamten, der Angestellten im öffentlichen Dienst sehr, aber es ist mir schon befremdlich, dass wir hier Registrierungspflichten aufstellen sollen, um überhaupt mit einem Abgeordneten Gespräche führen zu dürfen. Und da sind wir beim ersten Kernproblem dieser Vorgehensweise, und das ist die Frage, beschneiden wir damit nicht das freie Mandat, die freie Mandatsausübung von uns Abgeordneten? Wir sind gewählt, um für die Bürgerinnen und Bürger Interessen abzuwägen. Und wir entscheiden selbst, mit wem wir reden. Und deshalb stelle ich mir die Frage, wie soll denn so etwas praktikabel sein? Sollen wir vorher nachprüfen, bevor wir mit jemandem reden, ist er in der Liste angemeldet? Wie ist es, wenn wir selbst einen Gesprächswunsch haben? Darf ich nur mit denen reden, die auf einer solchen Liste verankert sind? Wie wollen wir das abgrenzen? Wer ist ein solcher Interessenvertreter oder Lobbyist? Wer ist keiner? Ich kann nur sagen, die größten Lobbyisten sind die, die bei mir im Wahlkreis sitzen, die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Anliegen vortragen, die ihre Interessen vortragen. Wie will ich das im Einzelfall abgrenzen? Ich halte das für hochproblematisch. Und in einem weiteren Kernbereich geben Sie keine Antwort. Mein Vorredner hat es kurz gestreift. Das ist die Grundrechtsbetroffenheit dieser Maßnahmen. Das Problem ist doch, und das hat die Anhörung auch in der letzten Wahlperiode eindeutig festgestellt, die verfassungsrechtskonforme Ausgestaltung eines solchen Lobbyregisters. Interessenvertretung kann sich immer auf Grundrechte stützen. Und ich erlaube mir die Anmerkung, bei aller Wertschätzung, bei allem Gewicht, die Transparenz und Öffentlichkeit für uns und unsere Arbeit haben. Transparenz steht im Grundgesetz jedenfalls nicht direkt nach der Menschenwürde, sondern da stehen die Grundrechte. Und das können Interessenvertreter immer geltend machen.
je nach Ausprägung verschiedene Grundrechte, aber immer betroffen ist zum Beispiel Artikel 12, freie Berufsausübung, freie Berufswahl, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und nicht zuletzt auch Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes, die Koalitionsfreiheit. Danach stehen Unternehmen, auch Arbeitnehmervertretern, Gewerkschaften grundsätzlich und grundrechtlich garantiert frei, ihre Interessen frei und ungehindert vorzutragen. Das auszugestalten, sind sie schuldig geblieben. Und ich sehe auch nicht, wie man das hier adäquat lösen kann. Und deshalb will ich zusammenfassen, das Ziel, das Sie hier verfolgen mit diesem Gesetzentwurf, das können Sie mit dem Lobbyregister der Ausgestaltung, der Sie es hier vorschlagen, gar nicht erreichen. Denn es kann die Kontaktaufnahme zu Abgeordneten letztlich gar nicht unterbinden. Und ein Register kann auch nicht Auskunft darüber geben, ob es unzulässige oder rechtswidrige Beeinflussung gegeben hat. Das ist übrigens strafrechtlich geregelt. Paragraph 108e Strafgesetzbuch haben wir in der letzten Wahlperiode eingeführt. Auch da haben wir gesetzliche Vorschriften, die das regeln. Das brauchen und können wir nicht über ein Lobbyregister letztlich hier angehen. Angesichts dieser durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken, vor allem aber auch wegen der bürokratischen Aufblähung, sollten wir jedenfalls von dieser Art und Weise eines Lobbyregisters unbedingt Abstand nehmen. Ich werbe dafür, dass wir uns selbst vertrauen, uns selbst zutrauen, dass wir die Interessen, die an uns herangetragen werden, sorgsam, sorgfältig und sachgerecht abwägen können. Es geht hier um das freie Mandat zu stärken und es nicht schwach zu machen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Matthias Bartke.